Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Train Simulator 2015. Die erste Folge im neuen Jahr, nicht nur vom Train Simulator. Achtung! Genau. Was ich sagen wollte, das ist nicht nur die erste Folge des Train Simulators 2015, im Jahr 2015, sondern auch die erste überhaupt auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht oder hört, wir stehen am Berliner Hauptbahnhof. Heute fahren wir mal wieder Hochgeschwindigkeitszüglein. Den ICE fahren wir nämlich nach Lutherstadt-Wittenberg. Wir befinden uns also auf der Strecke Berlin-Wittenberg. So, wir stellen erstmal C von PZB ein. Fahrtrichtung Swender. AFB. AFB. Die AFB auf 40. Und wir machen hier noch ein bisschen Beleuchtung. Licht machen wir auch an. So, dann sind wir eigentlich abfahrtbereit. Wir fahren heute ein neues Szenario von 3D-Zug. Die neue Fahrzeit ist rausgekommen. War Fahrzeit Volume 10. Berlin, Berlin trägt den Titel. 6 Szenarien sind es insgesamt. So, die Durchsage wollen wir jetzt nicht nochmal hören. Und wir fahren heute Szenario Nummer 1. Es ist wieder, wie bei allen Fahrzeitszenarien, wer sie schon kennt, eine ja, etwas zusammenhängende Szenarienstruktur aufgebaut worden. Wir fahren also jetzt erst nach Wittenberg. Von Wittenberg geht es dann wieder zurück. Und wir fahren natürlich verschiedene Züge, also nicht nur ICE. Wunderbar. Der Schaffner hat gepfiffen. Schaffner sagt man ja nicht mehr. Zugbegleiter, gell? Heißt das heute. Abfahrt. Wir haben nur einen Zwischenhalt. Wir halten noch am Berliner Südkreuz und dann geht es direkt durch bis Wittenberg. So, 80 Cent angezeigt. Aber wir sind noch in der Überwachung. Wir dürfen nicht schneller als 45 km/h fahren. Aber ich denke, wir können uns aus der Überwachung befreien. Dann können wir nämlich beschleunigen. So. Hier ist es ein bisschen dunkel, ne? Cab Light. So. Das Light brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind gleich draußen aus dem Tunnel. Dann wird es auch etwas heller. Das ganze Spiel im Frühjahr. Das hoffentlich bei uns auch bald kommt. Der Frühling mit Sonne, Sonne und zwitschernden Vögeln. Ja, da freuen wir uns doch wieder drauf, wenn wir endlich wieder raus können nach diesem trüben Winterwetter der letzten Wochen. Ja, der Monat Januar ist fast schon vorbei. Es hat 4 Wochen gedauert, bis ich mal wieder jetzt heute ein Video hochgeladen habe. Das tut mir natürlich wie immer unendlich leid, aber ihr wisst ja, meine Zuverlässigkeit ist ja nicht immer gegeben. Aber ich bemühe mich natürlich, dennoch möglichst viele Videos hochzuladen, so gut es eben geht. Ja, Zeit und Lust waren einfach nicht da in den letzten Wochen, ganz eindeutig. Das neue Jahr hat einige... Guten Tag, meine Damen und Herren, ja. Herzlich willkommen im Intercity Express 1609 nach München. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Berlin-Südkreuz. Meine Damen und Herren, der Ausstieg in Berlin-Südkreuz in Fahrtrichtung rechts. Genau. Ansagen sind natürlich auch dabei, ne? Ja, wie gewohnt bei 3D-Zug-Szenarien. Was wollte ich sagen? Das neue Jahr hat schon einiges an Überraschungen mit sich gebracht. So, wir fahren sowieso 80. Wir sind in der Überwachung. Entsprechend waren die letzten 4 Wochen ziemlich voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und entsprechend kam ich auch nicht zum Aufnehmen.
Daher nochmal an dieser Stelle ein frohes neues Jahr, ja, falls ich das noch nicht gesagt habe. Wir haben natürlich einiges vor im neuen Jahr. Klar, ich möchte natürlich die angefangenen Projekte auch beenden. The Crew wird weitergehen. Ganz klar. Bisher ja nur 3 Folgen. Kam zwar noch nicht so gut an und Road Trip in the Crew, ich glaube, das haben schon sehr viele mittlerweile gemacht, aber ich will es trotzdem irgendwie mal zu Ende bringen. Denn, ja, bisher habe ich eigentlich noch keins meiner Projekte so richtig beendet, wobei ich ja bisher nur Spiele präsentiere, die eigentlich eher, ja, wie soll man sagen, keine richtigen Projekte sind, sondern Simulationen kann man eben immer wieder bringen. Da passiert also nicht viel. Ach so, wir sind immer noch auf 80. Gut. Dann fahren wir auch 80. Weil die Überwachung war zwischenzeitlich beendet und Streckengeschwindigkeit war 120. Aber gut, dann bleiben wir auf 80. Also The Crew wird auf jeden Fall weitergehen. Ich möchte es irgendwie doch noch durchziehen bis zum bitteren Ende, zumal ich selber jetzt auch noch wirklich nicht viel gespielt habe. Aber in der letzten Zeit war da ehrlich auch nicht so die Motivation dazu. Simulationen sind halt doch das, was mich im Moment am meisten interessiert, was mir am meisten Spaß macht. So, wir sind gleich am Berliner Südkreuz. Da müssen wir jetzt uns erstmal kurz konzentrieren. Wir gehen mal runter vom Gas. Gashebel nach unten. Da steht eine S-Bahn. Die fahren wir übrigens auch noch in diesem Szenario. Kann ich ja jetzt schon mal verraten. Also das möchte ich auch auf jeden Fall durchziehen. Also auch das ist jetzt die nächsten Wochen ein kleines Projekt, eben diese 6 zusammenhängenden Szenarien mal komplett zu zeigen. Ansonsten geht es natürlich auch im Train Simulator mit diversen anderen Szenarien weiter, wozu ich eben gerade Lust habe. Eventuell, wenn mal wieder was Neues erscheint, was ich mir auch gekauft habe, dann kann ich euch das natürlich auch zeigen. So, wir werfen mal einen Blick nach draußen. Auch bei OMSI wird es natürlich weitergehen, keine Frage. Da ist ja mittlerweile auch wieder ein bisschen was erschienen. Was ich geplant habe für die kommenden Wochen, wäre mal die Map Gärten. Das ist die neue Map von Roland 15. OMSI-Fans werden ihn wohl kennen. Der aber auch von Rheinhausen. Eine der, sagen wir mal, ersten richtig guten Maps für OMSI 1 damals. Was natürlich nicht heißt, dass die Maps, die zuvor erschienen sind, nicht gut waren. Aber Rheinhausen ist einfach von der Art her einfach gut gewesen damals. Heute, aus heutiger Sicht, klar, kann man natürlich über Rheinhausen streiten. Man würde heute wahrscheinlich vieles anders bauen, aber das ist eben die Zeit, die auch an dieser Karte nagt. Auch der ganze Baustil im OMSI-Bereich hat sich stark geändert. Und Roland 15 hat sich natürlich auch angepasst. Er nutzt in Gärten, glaube ich, als einer der ersten wirklich komplett Hamburg-Objekte. Denn ich finde einfach, das war auch mal an der Zeit, dass man mal mit Hamburger Objekten eine komplette Karte baut und nicht nur immer mit den Berliner Objekten. Bisher haben eben viele sich davor gescheut, weil sie gesagt haben, naja, die meisten haben nun mal eben nur OMSI in der Grundversion mit Berlin-Spandau. Viele haben vielleicht gar kein Hamburg, aber ich denke, die meisten OMSI-Spieler werden Hamburg haben, weil einfach Hamburg ein super Add-on ist. Meiner Meinung nach immer noch eins der besten Payware-Add-ons überhaupt. Und entsprechend war es eigentlich nur logische Konsequenz, daraus auch mal eine Freeware-Karte zu bauen. Und ich finde, Gärten ist schon recht gut geworden, hat allerdings bisher nur 2 Linien, aber ich denke, Roland 15 wird da noch weiter dran
arbeiten. Mir macht sie auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es sind natürlich auch andere Karten erschienen, aber das ist jetzt so die, die mir auch persönlich jetzt am besten gefallen hat und die ich dann auch selber schon gefahren bin. Da können wir also gerne auch mal ein Ründchen drehen. Also Omsi wird es auch weitergehen, keine Sorge. Und hier im Train Simulator geht sie jetzt auch weiter. Wir warten noch auf den TÜV des Zugführers. So, alles klar da hinten? Ja, wunderbar. Gut, dann geht's weiter. Da drüben fährt wieder die S-Bahn. Wie gesagt, zwei S-Bahn-Signalen gibt es auch noch hier zum Schluss. So, wir bleiben erstmal auf 80. Im Großen und Ganzen möchte ich also, wenn man mal versucht, das Ganze ein bisschen weiter zu fassen, 2015 doch weiter im Simulationsgenre zu bleiben. Weil das liegt mir halt einfach am besten und macht mir am meisten Spaß. Und man soll ja als Let's Player dann auch das spielen und zeigen, was einem am meisten Spaß macht. Denn was bringt es euch, wenn ich euch irgendein tolles Superspiel zeige, was gerade eben in den Verkaufscharts ganz oben ist und was irgendwie jeder haben will, aber mir macht es halt keinen Spaß. Das bringt ja nichts, ne? Wobei der Crew mir schon Spaß macht, aber eben nicht so wie das hier. Ganz einfach. Früher wäre ich nach sowas verrückt gewesen. Ja. Man wird halt eben auch älter, ne? Und da ändern sich dann irgendwie auch die Interessen, auch was Computerspiele angeht. Ganz einfach. So. Ja, was ist noch geplant für 2015? Auch mal längerfristig gesehen. Auf jeden Fall will ich euch zeigen, die kompletten Linien der Karte U-Bahn Frankfurt für den Train Simulator 2015. Die hoffentlich bald erscheint. Also die beiden Autoren, Altair und Ista, sind nun mittlerweile soweit durch. Wir können übrigens beschleunigen. Strecke ist jetzt freigegeben für 140. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es keine mehr. Aber es geht jetzt nur noch um die Frage, wo veröffentlichen wir das Ganze? Über Steam soll es auf jeden Fall veröffentlicht werden und das dauert immer so ein bisschen. Man muss ja da erst quasi Steam und auch Dovetail Games kontaktieren etc. pp. Also als Publisher hat man es nicht immer so einfach. Und im Forum von Raysim.de wurde eben auch vorgeschlagen, noch eventuell bei anderen Anbietern vielleicht mal anzufragen. Wir haben rotes Signal. Wir müssen runter auf 80. So, dann tasten wir uns mal so langsam an das Signal heran. Ja, da vorne ist rot. Hier der Bahnhof, der S-Bahnhof Lichterfelde. Jetzt wird gelb. Das heißt, das nächste Signal ist auch wieder rot. Wir sind, glaube ich, jetzt in der 1000 Hertz Überwachung. Wir dürfen jetzt 80, 85 fahren. Nee.
Nicht, dass wir gleich eine Zwangspause bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, 40 oder 80. Sagt was. Ja, mit diesen PZB-Geschwindigkeiten bin ich immer noch nicht so ganz firm. Also wir haben jetzt kein Wechselblinken, sondern wir haben ein einfaches Blinken. Wir sind in der Überwachung, eine 1000-Hertz-Überwachung. Also wenn wir den 1000-Hertz-Magneten überfahren und schneller als 85 fahren, dann kriegen wir eine Zwangsbremse. Es sollte jetzt eigentlich nichts passieren. Nein. Ich habe wieder mal recht gehabt. Sehr schön. Aber das nächste Signal ist ja auch rot. Wir müssen eigentlich jetzt gar nicht beschleunigen wie die Wilden hier. Wir bleiben mal auf 60. Und wagen nochmal den Blick. Aber das Signal ist grün. Sehr schön. Dann können wir die 80 auch in der AFB einstellen und beschleunigen. Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie alle mit der City Express 1609 auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Mit den Unterwegshalten für Sie unter anderem in Leipzig, Saalfeld, Nürnberg, Augsburg. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Lutherstadt Wittenberg. So sieht's aus. Unser netter, freundlicher Zugbegleiter hat euch schon gesagt, wo es lang geht. Nächster Halt Lutherstadt Wittenberg. In gut 25 Minuten. So, Überwachung ist vorbei. Dann können wir AFB auf 160 stellen. Das ist im Moment die vorgegebene Streckengeschwindigkeit. So. Können wir jetzt erstmal beschleunigen dürfen. Können wir vielleicht mal einen Blick nach draußen werfen? Ja, Kurvenüberhöhung haben wir auch. Sehr schön. Das ist der Innenraum. Der ist irgendwie anders, oder? Also meine letzte Fahrt mit dem ICE, da war es so, dass wir in der ersten Klasse saßen, in der Innenansicht. Direkt hinter dem Führerstand. Und jetzt sitzen wir quasi beim Pöbel. Ne? Da, wo eben alle sitzen. Weil ich ganz ehrlich bei der Bahn nicht so ganz den Sinn verstehe, wieso man eine erste Klasse buchen soll. Da sind halt andere Sitzbezüge drauf. Vielleicht noch eine etwas bessere Polsterung. Und man kann eine Tür zumachen. Aber das war's dann halt auch. So, 200 sind angesagt. Gut, aber das muss ja jeder selber wissen. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, eben dadurch, dass man ein getrenntes kleines Abteil hat, aber mehr Service gibt es da ja jetzt ja auch nicht. Ist ja nicht wie am Flugzeug, wo man dann mehr Beinfreiheit hätte oder eben den Lachs im Blätterteig serviert bekommt. Nee. Da kommt ja genauso der Mann mit der Dose Cola und der Pulle Kaffee und den Hotdog-Würstchen oder was es da immer so gibt in der Bahn. Den Chips-Tüten. Also alles, was der Kiosk eben hergibt, ne? Ja, ich hoffe, ihr seid wenigstens alle gut ins neue Jahr gekommen. Wie gesagt, ist ja schon jetzt wieder etwas länger her, aber ist ja jetzt mein erstes Video eben in 2015. Mal schauen, was die nächsten Monate noch so bringen für uns alle. Nicht nur jetzt hier bei YouTube und im Gaming-Bereich, sondern eben natürlich auch bei euch zu Hause, beruflich und so weiter. Eine BR143. Ja, was möchte ich eigentlich noch kaufen für den TS? Auf jeden Fall noch ein Expert-Line-Lock. Also ich bin im Moment eigentlich ganz zufrieden mit meiner Ausstattung. Habe mir da so die letzten Monate einiges recht günstig zusammengekauft durch diverse Aktionen, Sales nennt man das ja heute, ne? Steam-Sale und so weiter.
Ich denke mal, da bin ich preislich ganz gut gefahren. So, wir haben gleich 160. Gehen wir mal runter. Insgesamt, also muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden jetzt mit meiner Add-on-Ausstattung. Aber wie gesagt, so eine Expert-Line-Lock von Virtual Railroads wäre doch schon ganz nett, weil, okay, ich bin immer noch so ein bisschen mit der PZB auf Kriegsfuß. Aber es wird von Mal zu Mal besser und ich würde mir mittlerweile auch zutrauen, eine Expert-Line-Lock mal zu fahren, wo man ja noch ein bisschen mehr machen muss, als nur Gashebel vor und zurück und ein bisschen bremsen. Und da würde ich mal entweder die BR143 oder vielleicht auch die BR120 mal nehmen. Das sind die, die ich jetzt im Moment so ein bisschen im Auge habe. Stellt man eigentlich den Leistungshebel jetzt hier auf 100%, wenn man mit der AFB fährt? Können mir ja mal die Eisenbahnfans, die es vielleicht wissen, in die Kommentare posten. Oder ist es wurscht? Ich weiß es nicht. Ja, Lutherstadt-Wittenberg, ganz, ganz langsam. Lutherstadt-Wittenberg sind wir bisher noch nicht gefahren. Obwohl ich die Strecke jetzt ja auch schon länger besitze. Aber ich denke, die meisten werden sie wahrscheinlich auch haben und selber kennen, beziehungsweise haben natürlich auch schon genug Videos dazu gesehen. Ich brauche sie also jetzt nicht explizit vorstellen. Zu Lutherstadt-Wittenberg wird es, glaube ich, demnächst auch eine Erweiterung geben, die dann bis Leipzig geht. Auch mal vielleicht eine interessante Strecke, die man sich dann zulegen könnte. Es ist ja nicht so viel deutsches Material im Bau. Deswegen freue ich mich ja auch umso mehr auf etwas mehr Heimatgefühl. Nämlich die U-Bahn-Frankfurt-Karte. Die werde ich also, wie gesagt, auf jeden Fall euch komplett zeigen wollen. Beziehungsweise auch selber für mich hier privat viel, viel spielen. Denn das, was man da bisher so gesehen hat, ist einfach richtig klasse, wiedererkennungswert, 100% qualitativ wirklich hochwertige Arbeit. Und da ich das Ganze ja für den Trains irgendwie nicht mehr zum Laufen bekommen habe und dann die Lust verloren habe daran, bin ich jetzt umso erfreuter, dass es jetzt eben endlich für den TS auch erscheint und man da die Züge dann auch wenigstens einigermaßen ordentlich steuern kann, denn die Steuerung im Trains 2012 hat mir einfach überhaupt nicht zugesagt und auch grafisch ist natürlich der TS ein bisschen besser, muss man schon sagen. Aber natürlich auch kein Highlight. Aber es ist ja, glaube ich, angekündigt worden, ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist, ich habe mich damit auch nicht genau weiter beschäftigt, dass der TS 2016 dann vermutlich oder irgendeine neue Version des Train Simulators die Unreal Engine, die neue Unreal Engine, nutzen wird. Und das wird natürlich dann ein grafischer Quantensprung. Das kann man sich dann schon vorstellen. So, wir können übrigens beschleunigen. Die Strecke ist wieder freigegeben auf 200. Dann sollten wir das auch tun, damit wir nicht zu spät ankommen in Lutherstadt-Wittenberg. Was die einzige Sorge, die ich jetzt natürlich habe, ist, dass die Add-ons dann alle nicht mehr laufen werden. Denn neue Engine heißt meistens auch, dass eben altes Material, alter Content dann oft nicht mehr funktioniert. Und das wäre natürlich schade, wenn man dann, ja, 100 bis 200 Euro, schätze ich mal, habe ich vielleicht jetzt ausgegeben für Train Simulator und alle Add-ons, die ich jetzt besitze. Also ich denke,
recht guter Preis für das Gesamtpaket. Aber dennoch ist ja viel Geld gewesen und das wäre schade, wenn das jetzt alles für die Katz gewesen wäre. Zumal es ja noch viele andere Spieler gibt, die ja fast das ganze Paket haben und oft eben auch zu Normalpreisen noch gekauft haben, die vielleicht nicht erst auf irgendeinen Sale gewartet haben. Wenn man mal die ganzen Add-ons zusammenrechnet, die es ja mittlerweile gibt, dann kann man da ja, wenn man die Normalpreise bezahlt, durchaus über 1000 Euro ausgeben. Hat, glaube ich, mal irgendjemand ausgerechnet, wie viel Gesamtwert das gesamte Material hat, wenn man eben wirklich alles haben möchte. Also eben auch alle englischen und amerikanischen Strecken und was es da noch so gibt. Das ist schon happig. Und wenn man dann bedenkt, okay, das ist jetzt alles dann für die Katz. Das ist natürlich dann ziemlich bescheuert. Aber gut, mal schauen, wie sie das lösen wollen. Ich werde mich da mal jetzt kundig machen. Ob es da vielleicht schon neue Informationen gibt. Wenn ihr natürlich noch mehr wisst, klar, gerne in die Kommentare posten. Dazu sind sie ja da, ne? Also Kartengestell gefällt mir wirklich gut. Ich bin Berlin-Lindenberg jetzt persönlich noch nicht so viel gefahren. Aber ist schon eine schöne Strecke. Kann man nichts sagen. Ja, Köln-Koblenz habe ich euch ja das letzte Mal gezeigt. Leider nur den ersten Teil bis Bonn Hauptbahnhof. Und ich wollte euch ja eigentlich auch noch den zweiten Streckenabschnitt entlang des Rheins dann Richtung Koblenz zeigen. Das werde ich auf jeden Fall auch natürlich auch versuchen nachzuholen. So. Also, wie ihr seht, wieder viel, viel geplant. Ich habe wieder viel im Kopf. Die Frage ist dann, ob ich alles behalte und nichts vergesse. Und ich muss mir das vielleicht mal aufschreiben und dann wirklich mal abarbeiten. Wobei, wenn es dann schon zur Arbeit wird, dann ist es halt auch nicht mehr schön. Also wie gesagt, ich möchte das halt wirklich so machen, dass es mir eben auch Spaß macht. Wenn ich jetzt hier spiele, nur noch um irgendwie ja zwanghaft was abzuarbeiten, dann macht es mir keinen Spaß und dann macht es natürlich beim Zuschauen auch keinen Spaß mehr. Ist ja eigentlich logisch, ne? Eine kleine Kamerafahrt, nur für euch. Also wie gesagt, wir wollen das hier alles natürlich mit Spaß bei der Sache machen. Ne? Ist ja nur Spaß hier, ganz klar. Alles andere wäre einfach blöd. Ist für mich ein Hobby und mehr nicht. Ich will ja damit jetzt hier kein Geld verdienen. Ich bin ja jetzt hier kein Profi-YouTuber. Marketingmensch oder sonst was. Ich mache das einfach so, wie ich Bock und Lust habe und Zeit habe und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne und ich hoffe, das macht euch Spaß. Mittlerweile, ja, habe ich 44 Abonnenten. Das ist, glaube ich, der letzte Stand gewesen. Das sind also in den letzten Wochen, obwohl ich ja keine Videos hochgeladen habe oder sehr wenig Videos, ich hatte nur mal kurz die neuesten Bilder zusammengeschnitten von der Strecke U-Bahn Frankfurt in einem Video zusammengefasst und hochgeladen, aber das zähle ich jetzt mal nicht zu einem qualitativ hochwertigen Content. Das Video ist eben mal so schnell in 2 Minuten zusammengeschnippelt worden. Das ist ja jetzt kein Highlight. Also im Großen und Ganzen habe ich nichts hochgeladen und deswegen ist es trotzdem beachtlich, dass mich immerhin noch ein paar Leute abonniert haben. Also 44 ist für mich schon eine gute Zahl. Das ist schon fast die Hälfte von 100. Ja. Ich verspreche euch, wenn wir 100 erreichen sollten, dann gibt es auch ein Abo-Special. Aber bei 50 mache ich noch keins. Das ist, glaube ich, ja, man muss ja nicht übertreiben. 50 ist noch keine Zahl, wo man unbedingt sagen muss, oh, juhu, da mache ich gleich ein Abo-Special. Aber natürlich bin ich trotzdem nicht stolz,
Das ist das falsche Wort. Sondern ich freue mich einfach. Ah, wir haben Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir müssen runter auf 160. Ich freue mich halt einfach. Ganz klar. Dass es Leute gibt, die sich das gerne anschauen. Ja, Sifa ist gut. Also die Sifa, die will sehr oft gedrückt werden hier im ICE, habe ich das Gefühl. Die will ihre Streicheleinheit kriegen, gell? Ja, kriegste. So, wir sind in Luckenwalde. Im wunderschönen Luckenwalde. Eine schöne Kirche hier. Sehr schön. Oh. Guten Tag. Ja, eine bunte Mischung an einer Dampflokomotive. Och, wie toll. Offensichtlich eine Museums-Eisenbahn, historische Bahnfahrten. Das gibt es ja immer wieder mal auf dem Land vor allem. Habe ich, glaube ich, als Kind auch mal mitgemacht. Gab es bei uns in der Nähe auch mal. Und mit meinem Papa bin ich da mal mitgefahren. Ich fand das ganz toll. In diesen alten historischen Waggons. Vorne dran diese dampfende Lokomotive. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, glaube ich, für alle, die eben täglich mit dem Zug fahren, mit modernen Zügen fahren, wie eben mit dem ICE oder mit den normalen Regionalbahnzügen oder S-Bahnzügen oder was auch immer. Das ist schon nochmal was anderes, ganz klar. Ein anderes Projekt habe ich ja auch schon per Video angekündigt. Wenn GTA 5 dann endlich mal auf dem PC erscheinen wird, dann möchte ich das unbedingt auch spielen. Bis dahin muss ich mir nur mal vielleicht einen neuen PC zugelegt haben, beziehungsweise den jetzigen ein bisschen updaten. Vor allem wahrscheinlich die Grafikkarte und etwas mehr Arbeitsspeicher. Ich hoffe, mit meinem Prozessor komme ich vielleicht noch einigermaßen hin. Denn ich gehe mal von aus, GTA 5 wird durchaus anspruchsvoll werden. Wobei ich wirklich die Hoffnung habe, weil sich Rockstar Games so viel Zeit lässt, dass es diesmal also wirklich eine gute Umsetzung wird. GTA 4 war ja, naja, ich würde mal sagen, mehr schlecht als recht. Es gab schon schlechtere GTA-PC-Umsetzungen, aber es war halt auch nicht die beste. Heute läuft GTA 4 auf jedem Aldi-PC, aber damals, das war schon eine extreme Hochrisikoorgie. Und die Grafik ist ja beileibe nicht so schön wie jetzt heute GTA 5 oder eben dann GTA 4 mit entsprechenden Grafikmodifikationen. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein geplantes Projekt. Wie gesagt, ob ich es umsetzen kann, das weiß ich natürlich nicht. Aber noch ist es ja nicht erschienen, noch haben wir auch ein bisschen Zeit. Ich habe GTA 5 ja auch schon auf der Xbox 360 gespielt. Mittlerweile ist das ja auch für die neue Konsolengeneration draußen, aber das interessiert mich alles nicht. Das ist mir zu viel Geld. Dafür spiele ich das zu wenig und nur wegen GTA 5 jetzt eine PS4 oder eine Xbox One kaufen, sehe ich dann auch nicht ein. Ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Und außerdem ist unser Wohnzimmer hier zu Hause eigentlich eher der Treffpunkt, quasi der familiäre Treffpunkt. Das ist nichts am Zocken. Also wenn, müsste ich sie im Büro aufbauen und ja, da steht ja schon mein PC, da ist im Moment auch nicht wirklich viel Platz. Und wie gesagt, für ein Spiel lohnt sich das auch nicht. So, wir müssen wieder runter auf 160. Ah, wird knapp. Ah. Ja, ein bisschen Geschwindigkeitsüberschreitung. Macht nichts. Ja, wir sind noch nicht da. 30 Kilometer haben wir noch. Wir fahren über Zörnigall und dann sind wir um 10.33 Uhr laut Fahrplan in Lutherstadt-Wittenberg. Deswegen freue ich mich also wirklich umso mehr, um wieder zu GTA 5 zurückzukommen, dass GTA 5 nun endlich auch für den PC erscheint und
Dann werde ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Und dann schauen wir mal, wie gut es läuft. Und wie gesagt, bis dahin werde ich hoffentlich auch mal eine neue Grafikkarte mein eigen nennen können. Etwas mehr Festplattenspeicher brauche ich ja auch immer noch. Habe ich mir auch immer noch nicht gekauft. Mein Speicherproblem hat sich also noch nicht gelöst. Aber gut. Wie lange ich das dann zocke, keine Ahnung. Ich werde dann natürlich auch nicht die Story zocken oder sowas, sondern ja, also so ein klassisches Story-Let's Play. Ich glaube, da guckt ihr lieber bei anderen zu. Das machen die anderen Let's Player besser wie ich. Wir zocken dann einfach so aus Spaß. Ganz klassisch in GTA 5 oder überhaupt in GTA. Ja, Autos klauen, rumballern, Chaos veranstalten. Das, was man halt so in GTA gerne macht, gell? Und die Stadt ein bisschen erkunden. So, dann ist die Strecke wieder, Entschuldigung, für 200 freigegeben. So langweilig ist es doch nicht, nee. Ich bin einfach nur müde, weil ich die letzten Nächte nicht so viel geschlafen habe. Kommt der mal vorne. Ja, der Frühling ist hier schon aufgebrochen auf der Karte, sehr schön. Die Bäume sind noch ein bisschen kahl, aber sonst, ja, wächst hier schon das Grün. Die Kirchenglöckchen läuten, ach, ist das idyllisch. Wir rasen hier mit 200 durch die Landschaft. Sehr, sehr schön. Kleine, nette brandenburgische Dörfer. Eine schöne Landidylle. Gewächshäuser. Ja, toll. Ja, da kommt ja richtig Frühlingsstimmung jetzt hier auf, oder? Beim Zugucken, muss ich sagen. Habe ich wieder richtig Bock, rauszugehen. Draußen nur ein bisschen Sport zu machen, Fahrrad zu fahren, was auch immer. Ein bisschen spazieren zu gehen. Die frische Frühlingsluft zu genießen. Ah, Frühling ist ja sowieso die schönste Jahreszeit, meiner Meinung nach. Jede Jahreszeit hat so ihre Vor- und Nachteile, aber der Frühling hat für mich die meisten Vorteile, weil es ist noch nicht so heiß, aber auch eben noch nicht so kalt. Aber nachts kann man noch gut schlafen, weil es eben nachts da nicht so eklig stickig ist. Aber tagsüber eben wird es schon schön warm in der Sonne mit 25 Grad. Meiner Meinung nach völlig ausreichend. Gerade so ein schöner, frischer Frühlingsmorgen, das ist einfach was Tolles. Wenn dann die ganze Landschaft wieder erblüht, die Natur wieder aufwacht aus ihrem Winterschlaf, die Tiere zurückkommen, oder aus ihren Höhlen davor kriechen. Ja, das ist schon was Feines, gell? Frühlingsgefühle, ja. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen hier bei uns. Hat ja jetzt erst wieder geschneit die letzten Tage. Naja. Wir haben ja auch erst Ende Januar. Also der Winter, der hat ja noch 1-2 Monate, die er offiziell auch bleiben darf. Aber wie gesagt, je früher, desto besser, meiner Meinung nach. Wobei, ein früher Frühling heißt meistens dann einen verregneten Sommer. Und das wollen wir ja auch nicht. Weil im Sommer dann natürlich baden zu gehen, bei 30 Grad am Badesee, im Schwimmbad oder wo auch immer, oder natürlich im Urlaub am Meer, das hat natürlich auch was. Klar, keine Frage. Eine Windmühle. Oh, sehr schön. Ah, ist das toll.
Auf den Feldern blüht es auch schon wieder überall. Kommt man wirklich richtig ins Schwärmen. Ja. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen hier bei uns. Meiner Meinung nach sollte der Winter einfach so, sagen wir mal, 2 Monate dauern. Von mir aus Dezember und Januar. So, dass es an Weihnachten vielleicht schneit. Da finde ich das irgendwie auch ganz toll. Aber dann ist es auch wieder gut. So, ein Gegenzug nach Berlin. Ja, wenn wir dann in Lutherstadt-Wittenberg angekommen sind, übernehmen wir dann als nächstes einen Regionalexpress zurück nach Berlin Hauptbahnhof. Und weil offensichtlich Lokmangel herrscht, steht dann hier eine eigentlich für den Güterverkehr eingesetzte Lok bereit. Die Dispo-Lok, ich glaube, das ist die Baureihe 189. Und mit der fahren wir dann zurück nach Berlin. Und Szenario 3 sieht eigentlich auch vor, dass wir dann nochmal mit dieser Lok fahren. Allerdings würde ich dann einfach mal die Lok im Szenario austauschen, weil ich will jetzt eigentlich nicht jedes Szenario da mit der gleichen Lok fahren. Es gibt dann auch noch ein weiteres ICE-Szenario, das ist dann glaube ich Szenario Nummer 4. Und dann eben noch 2 S-Bahn-Szenarien mit der S25 nach Teltow, Stadt und zurück Richtung Berlin. So, dann sind wir schon in Sana und gleich kommt Zörnigall in 6 Kilometern. Jetzt müssen wir uns also gleich konzentrieren, denn gleich kommen die Signale und wir dürfen keine Zwangsbremsung kassieren. Denn gleich kommen die Geschwindigkeitsbegrenzungen, denke ich mal, vermute ich einfach mal. Kurz vor Lutherstadt-Wittenberg werden wir wieder runtergebremst werden. Warum wir jetzt hier keine LZB haben, weiß ich nur auch nicht. Ich weiß nicht, ob die nicht funktioniert. Also Drähte sind auf jeden Fall verlegt auf den Schienen, wie man hier sieht. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum und wieso sie jetzt nicht funktioniert. Das hätte ja vieles einfacher gemacht, aber gut. Wir haben es ja bisher auch so geschafft mit der PZB. Oh, hier scheint jetzt kräftig die Sonne ins Büro. Jetzt sehe ich hier fast schon gar nichts mehr auf meinem Monitor. Kommt immer mal wieder hinter den Wolken hervor, die Sonne. Also so ein bisschen Frühling ist im Moment hier auch. Toll, endlich mal die Sonne. Klasse. Ja, so ein bisschen sieht es jetzt draußen im Moment auch aus wie hier im Spiel. Nur, dass der Himmel noch ein bisschen bewölkt ist. Aber, ja, wird schon, ne? Kurvenüberhöhung haben wir auch, ja, sehr schön. Hier sieht man es nochmal wirklich deutlich. So, wir sind in Zörnigall. Und ich glaube, hier haben wir, genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Zug erreicht in wenigen Minuten Lutherstadt-Wittenberg. Dort werden alle vorhergesehenen Anschlusszüge erreicht. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die unseren Zug nun verlassen, für die Fahrt mit der Deutschen Bahn. Wünschen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, der Ausstieg in Lutherstadt-Wittenberg in Fahrtrichtung links. Ach, wir haben ein rotes Signal, das wir natürlich jetzt hier überfahren. Ja, super. Ja, also man kann hier jetzt... Entschuldigung, 2 gelbe Vorsignale und wir waren auf 200. Wie soll ich denn hier bitte schon abbremsen? Ihr seht ja, selbst mit der Notbremse geht das einfach nicht. Das ist natürlich interessant. Also wie gesagt, wir hatten 2 Vorsignale, die gelb fahren. Und wir haben gleich beim ersten die Bremsen reingehauen. Also so schnell kann gar kein Zug bremsen.
Also ich bin jetzt mal der Meinung, da bin ich nicht schuld dran, dass wir das Signal überfahren haben. So, jetzt müssen wir nur gucken. Ja. Es gibt ja einen Grund, wieso hier rot ist. ICE 343 an Leitstelle. Wir haben eine Zwangsbremsung aufgrund eines überfahrenen roten Signals, hatten zwei gelbe Vorsignale und stehen jetzt hier Abschnitt 90-2 und bitten um Weiterfahrt in Richtung Lutherstadt-Wittenberg. So, wir tun mal so, als ob wir jetzt die Antwort bekommen hätten. Weiterfahrt wurde genehmigt. Achten Sie auf weitere Vorsignale. Achso. Vielleicht sollten wir einfach noch den Fahrtrichtungswender auch nach vorne legen, dann können wir auch losfahren. Jetzt sind wir im Wechselblinken, also maximal 45. Dann schauen wir mal, was da so vorne auf uns zukommt. Laut Anzeige soll jetzt wieder ein Signal kommen. Ich sehe noch keins. Seht ihr eins? Hier sehen wir irgendwie so einen Stumpen im Boden. Könnte das das Signal sein? Ich weiß nicht, vielleicht hat man es einfach nur vergessen hinzustellen. Deswegen weiß ich jetzt leider auch nicht, ob das Signal rot oder nicht rot war. Wobei, wenn es rot gewesen wäre, dann hätte ich schon wieder eine Zwangsbremsung kassiert. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht gesehen habt, was ich falsch gemacht habe, ob ich was falsch gemacht habe. Weil meiner Meinung nach, ich habe das gelbe Signal gesehen, ich habe gedrückt, ich habe PCB wachsam gedrückt. Hab dann Gas weggenommen und wollte bremsen und dann hat er schon die Notbremsung reingehauen, weil eben dann sehr schnell das rote Signal kam und ich frage mich nur, wie ich das denn vorher hätte sehen sollen. Wie gesagt, es waren ja nur zwei gelbe Vorsignale, die auch meiner Meinung nach recht nah aneinander waren und ich war mit 200 unterwegs und von 200 auf 0 innerhalb dieser paar Meter, bei 100 Meter abzubremsen, ist da ja sowas von unmöglich. Das geht einfach nicht. Aber wie soll es denn anders funktionieren? So, da vorne haben wir wieder ein gelbes Signal. Wir gehen mal ein bisschen höher auf 60, aber mehr brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht zu beschleunigen. Ja, ich vermute, das nächste Signal ist auch nochmal rot. Das ist ein gelbes Vorsignal. So, jetzt dürfen wir nicht schneller als 80 fahren, da eben das nächste Signal vermutlich rot sein wird. Wir bleiben jetzt mal auf 60, wir sind jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Also gerne Feedback und Anregungen in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe, ganz ehrlich. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich was falsch gemacht habe, denn woher soll ich denn wissen, dass ein Signal rot ist? Ich kann es nur wissen, wenn eben Vorsignale gelb anzeigen, nicht blinkend, sondern komplett gelb sind. Dann weiß ich, okay, nächstes Signal ist rot und dann kann ich entsprechend bremsen. Aber dann brauche ich natürlich auch die entsprechende Zeit dazu. So wie hier, wo jetzt der Abstand auch entsprechend groß genug war. So. Wir haben gerade gelb bekommen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen langsamer fahren. Wir bleiben in der Überwachung. Wachsam gedrückt. Also maximal 80. So, dann gucken wir mal. Ja, wir sind ja auch gleich da. Natürlich jetzt viel zu spät, logisch. Und ein rotes Anhalt
zeigendes Signal überfahren. Das ist natürlich für die Statistik nicht so schön. So, mal gucken, ob das nächste auch wieder rot ist. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Es ist jetzt hier so in der Kurve. Gelb ist das nächste. Gelb. Gut, dann ist wahrscheinlich das Signal hinter dem Bahnhof rot. Aber da müssen wir jetzt ja sowieso halten. Wir bleiben auch wieder in der Überwachung. Wir können schon mal Leistung nach unten nehmen. Und langsam aber sicher abbremsen und in den Bahnhof einrollen. Tja, ist insgesamt ja sehr gut gelaufen, aber das zum Schluss. Da bin ich jetzt selbst auch ein bisschen am Rätseln, woran das denn gelegen haben möchte. So, dann lassen wir alle Fahrgäste ein- und aussteigen. Oh, Diashow haben wir hier. Ah, wir müssen in die Richtung blicken, da geht's. Das ist also der wunderbare, schöne Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg. Herzlich willkommen. Der Zug fährt jetzt hier weiter Richtung München Hauptbahnhof. Hat also noch eine lange Strecke vor sich, aber das werden wir dann natürlich nicht mehr erleben hier. Im nächsten Szenario geht es dann zurück. Natürlich habe ich das Szenario jetzt nicht erfolgreich beendet, ganz klar. Die Statistik wird jetzt gleich auch ziemlich bescheiden aussehen, aber gut. Gerne, wie gesagt, Anregungen zum roten Signal und zur Zwangsbremsung zum Schluss in den Kommentaren. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid beim zweiten Teil des Szenarios auch dabei. Fahrzeit, Volume 10, Teil Nummer Due, nicht Uno, Due. Ja, wenn wir schon Italienisch sprechen, dann müssen wir es richtig machen. Dann geht's weiter zurück nach Berlin mit der Dispo-Lok. Bis dahin, erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis dann. Macht's gut. Tschüss.